Hi, nachdem das ganz kurze spontane Reel über B12 und überhaupt B-Vitamine bei Krebserkrankungen so eine ziemliche Resonanz hatte und geteilt wurde, habe ich jetzt hier mal noch von der Bettina einen ganzen Haufen Fragen, Bettina Flossmann, einen ganzen Haufen Fragen bekommen, die ich gerne auch noch mal in Reels beantworten möchte. Erstmal noch kurz zu mir. Ich berate bei der Gesellschaft für biologische Krebsabwehr, bei der BioKrebs in Heidelberg schon seit ja, knapp 10 Jahren Patientinnen, Patienten zu dem Thema, zu den Themen. Und dann gehe ich jetzt einfach die Fragen mal in so ein paar Reels durch. Das ist ja für viele wahrscheinlich interessant, weil ja, diese kurzen Fragen oft einfach eine Antwort brauchen. Die erste Frage, die sie gestellt hat, war, und die kriege ich auch oft gestellt, wie ist das denn mit den Tumormarkern? Früher, das weißt du vielleicht auch noch, wenn deine Erkrankung schon eine Weile zurückliegt, da hat man die eigentlich immer gemacht. Nicht zu diagnostischen Zwecken, da nur so als ein Element. Und da werden sie auch heute noch verwendet, wenn ich einfach noch so ein bisschen Informationen brauche, weil die Bildgebung und alles andere mir das nicht so hergibt. Heute ist es tatsächlich so, dass man in der Nachsorge vor allen Dingen und auch teilweise komplett davon abkommt. Jetzt haben wir hier wieder schwarz-weiß, ganz oder gar nicht. Und die Sinnhaftigkeit von Tumormarkern liegt wahrscheinlich wieder irgendwo in der Mitte. Jetzt ist es eben nicht so, dass ein Tumormarker, egal um welche Erkrankung wir hier reden, außer Ausnahme ist am ehesten noch das Prostatakarzinom, also Prostatakrebs, Vorsteherdrüse beim Mann. Der steigt wirklich nur dann an, ist aber in einem gewissen Level auch bei gutartigen Veränderungen erhöht und vorhanden. Aber der ist spezifisch auf die Prostata. Also auch bei Entzündungen, wenn man vorher Fahrrad gefahren ist, vor der Untersuchung kann das gestiegen sein, also nach Geschlechtsverkehr. Also auch hier ist zwar der Tumormarker extrem spezifisch auf eine Erkrankung, aber wir müssen uns dann Ratios angucken. Also auch da ist er eben nicht so eindeutig, wie man das gerne glauben möchte. Ich messe einen Tumormarker im Blut. Wenn der hoch ist, habe ich viele Krebszellen. Wenn der niedrig ist, habe ich wenige Krebszellen. Nein, so ist es eben nicht. Und deshalb ist man da ganz zurückhaltend geworden. Tumormarker können, also sind überhaupt erstmal Marker, die wir im Blut messen können, die aus verschiedenen Geweben ins Blut abgegeben werden, wenn zum Beispiel eine Krebserkrankung vorliegt, aber häufig eben auch bei Entzündungen, durch ganz viele andere Faktoren und viele Tumormarker sind auch nicht 100% organspezifisch. Also so, dass ich jetzt nicht sagen kann, wenn der Tumormarker erhöht ist, dann liegt ein Krebs in der Speicheldrüse, in der Brustdrüse vor, wie auch immer. Wir haben natürlich schon organbezogene Tumormarker. So würde man bei der Brust am ehesten den CA15-3, beim Eierstock den CA19-9. Also da gibt es die verschiedensten oder 12,5 beim Eierstock, dann haben wir so ganz allgemeine, das wäre dann eher das CEA, das haben wir bei vielen Erkrankungen erhöht. Und trotz alledem kann ich sie aber nutzen. Ja, jetzt sind die halt natürlich nicht so auf den Punkt, dass man sagen kann, okay, wenn ich diesen Tumormarker habe und er ist über diesen Schwellenwert, dann habe ich 100%ig eine Brustkrebserkrankung oder was auch immer. So eben nicht. Und auch im weiteren Verlauf oder in der Nachsorge kann ich nicht automatisch sagen, dass wenn der jetzt moderat ansteigt, dass automatisch gleich der Krebs gewachsen ist. Oder auch in der Therapie einer Krebserkrankung, wenn der plötzlich trotz Therapie steigt, heißt es nicht zu 100%, dass der Tumor wieder wächst trotz der Therapie, sondern es kann eben auch sein, dass sich dieses Gewebe durch die Therapie auflöst, ja, und wir deshalb einen Anstieg haben. Allerdings im Verlauf gesehen, also wenn ich mehrere Werte einfach messe über die Zeit, kann mir der Tumormarker nach wie vor durchaus Hinweise geben, was denn gerade passiert. Man muss beim Tumormarker nur aufpassen oder bei den Tumormarkern nur aufpassen, dass man ihn nicht 1:1 nimmt. Also wenn jetzt so ist es und anders ist es nicht. Und es gibt eben auch Krebserkrankungen, wo wir einen unauffälligen Tumormarker haben. Also das wäre dann das Umgekehrte. Das ist eben einfach wie bei ganz vielen Dingen in der Medizin. Wir glauben gerne oder wir hätten gerne, wir haben jetzt ein Schlüssel, ein Schlüsselloch und genau so ist es. Und wenn das passiert, dann steigt der an oder steigt nicht an oder ich sehe in der Bildgebung automatisch das und das.
Und nein, so ist es eben wieder nicht. Also der Tumormarker ist durchaus sinnvoll, um einen Verlauf zu beobachten. Aber um das nochmal zusammenzufassen, du darfst den auf gar keinen Fall 1:1 nehmen. Und genau aus dem Grund ist beides auch nicht richtig. Gar nicht zu messen oder ihn immer zu messen. Ja, und leider halten wir uns eben ganz, ganz häufig einfach an die Leitlinie und da ist er so nicht mehr unbedingt drin. Und dann wird er gar nicht mehr gemessen, wobei er dir aber, gerade wenn du auch vielleicht so ein bisschen unorthodoxere Wege gehst, durchaus eine Orientierung geben kann, was denn gerade passiert in deinem Körper. So, jetzt hoffe ich, habe ich ein bisschen was erklären können zum Tumormarker. Wenn du Fragen hast,